Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Raw Consciousness. Heute machen wir einen leckeren Chinakohlsalat mit einem ganz tollen, leckeren, rohveganen Dressing. Ja, freut mich, dass ihr dabei seid. Für die Soße brauchen wir den Saft von einer halben Orange und einer Zitrone. Dann haben wir hier leckere Cashewkerne, davon nehmen wir nur die Hälfte. Die andere Hälfte kommt dann so in den Salat. Ein Esslöffel Tamari. Tamari ist sowas ähnliches wie Sojasauce, ist nur etwas intensiver und ist aus Miso hergestellt und nicht aus Weizen. Unsere Gewürze, hier haben wir Pfeffer, Cayennepfeffer und Salz. Und hier haben wir noch leckeres Kokosmus, das habe ich im Wasserbad mit Wasser zusammen geschmolzen, sodass wir jetzt hier eine schöne flüssige Kokosmilch haben. Los geht's. Dazu kommt jetzt noch ein Stückchen Ingwer und ein Stückchen Gelbwurz. Kurkuma. Das ist frisch. Hat ein ganz leckeres Aroma und ist unheimlich gesund gegen Krebs. Die tun wir hier mit rein und lassen das nochmal gut durchmixen. Ich habe hier den Chinakohl schon mal klein geschnitten. Das ist ungefähr ein halber Chinakohl. Dazu kommt jetzt einfach unsere klein geschnittene Orange. Die Trauben habe ich halbiert. Cashewkerne, schwarzer und weißer Sesam. Und dazu kommt unsere leckere Soße. Den lassen wir jetzt noch mal für eine halbe Stunde durchziehen und dann probieren wir ihn mal. Unser Salat ist fertig. Riecht gut. Und jetzt wollen wir auch probieren, ob er auch schmeckt. Sehr lecker. Chinakohlsalat mit Trauben und Orangen und dazu ein leckeres Cashew-Kokos-Kurkuma-Dressing. Probiert's aus, schmeckt ganz toll, ist eine ganz feine, runde Note. Und ihr könnt natürlich wie immer sehr kreativ sein, die Dinge abwandeln. Man kommt immer wieder auf ganz tolle, leckere Kombinationen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Raw Consciousness. Tschüss!